So, Hallöchen zusammen, da sind wir wieder zurück zu Folge, lass mich überlegen, 5 City Skylines. Wir haben in der letzten Folge hier drüben unser neues kleines Industriegebiet gebaut. Und hier ist unser Wohnpark, ja, das ist derzeit noch so ein bisschen kleiner, ne? Hier oben unser altes Industriegebiet. Also, es läuft so langsam. Ich habe gerade überlegt, hier hinten ist ja quasi Sackgasse, ob ich nicht mal einfach nur für eine kurze Zeit hier so das so rumbaue, dass man da auch wenden kann. Ja, gute Idee von mir. So. Aber sieht eigentlich alles ganz, ganz fein hier aus. Die fahren hier alle so, wie sie sollen. Und wir schauen jetzt nochmal hier Kreuzung. Hier sind halt immer noch so Kreuzungen. Das würde ich eigentlich ganz gerne rausnehmen. Mal gucken, wie kriege ich das so? Irgendwie, ja. Hier. Ja, machen wir mal so. Zack. Hauptstraße hier. Hauptstraße. Hauptstraße. Oh. Dann würde ich mir jetzt mal ganz gern angucken, wie so meine Staugefahr ist. Also wir haben hier einen ganz, ganz miesen Knotenpunkt. Das ist nicht gut. Hier sollten wir auch noch mal was tun, dass sie vielleicht darüber fahren können. Das werde ich jetzt sofort mal in Angriff nehmen, und zwar indem ich hier diese Straße update. Das wird jetzt, hier ist es nicht möglich, weil wir hier irgendwas Tolles, Teures hingebaut haben. Eine Grundschule. Super. Die könnten wir jetzt hier versetzen. Verschieben kostet was. Ach Mist, die müssten wir eigentlich da ransetzen. Das heißt, wir müssten jetzt so mal kurz sogar hierhin versetzen, was kostet, und dann noch mal dahin. Egal. Wir haben es ja. So, jetzt noch mal verschieben. Und dann ist er wieder da. So. Gut. Unsere Grundschule ist wieder da. Wunderbar. Hier setzen wir noch so einen Zack zwischen. Vielleicht kommt da noch jemand. Dann haben wir hier eine schöne Route. Die Route führen wir jetzt hier rüber. So. Geht das bis da? Geht nicht? Ja, schade. Oder gleich so ran. Ja, probieren wir mal. Was jetzt zwar hier, das könnte ein bisschen Chaos geben, ne? Wir testen das mal aus. Gucken mal, wie ist hier so die Kreuzungsschaltung. Jeder fährt, wie er will. Okay. Gut. Welchen Stufen sind die? Die sind jetzt auch schon auf höheren Stufen. Das ist ganz gut. Gucken wir uns mal die Bildung an. Also, ja, doch, das funktioniert. Kapazitäten sind da. Oberschule auch. Universität haben wir noch nicht. Aber da gucken wir mal. Ne, da haben wir auch noch nichts hier. Könnten hier noch Polizeiwachen, Feuerwehren bauen. Wir müssen irgendwie nochmal mit dem Müll was machen, denn die Müllanlage füllt sich hier langsam. Hier müssten wir das wahrscheinlich ein bisschen versetzen. Bis dahin geht es. So. Einmal umsetzen. Das Umsetzen ist halt auch unglaublich teuer, aber immerhin geht's, ne? Also in anderen Spielen muss man immer neu bauen. Hier kann man wenigstens überhaupt umsetzen, was wir jetzt gemacht haben. Und um die ein bisschen zu entlasten, würde ich eigentlich ganz gern hier noch so eine kleine Querverbindung bauen. So. Damit, ich hoffe, diese Müllfahrzeuge, die dann halt hier hoch müssen, dass die dann halt gleich die Abbiegung nehmen und nicht diese Kreuzung mit belasten. Ich glaube, das ist, naja, eine gute Idee. Gute Idee ist vielleicht übertrieben. Ja, so. So. Ja, sieht gut aus. Hier sowieso, das auch. Da ist noch eine Ampel, das ist okay. Ja, doch, doch, das gefällt mir so, wie es ist. Hier drüben haben wir jetzt natürlich ein bisschen Probleme mit unserer Feuerwehr, die da nicht mehr rüberkommt. Ja, wir lassen es so. Soll erstmal passen. Hier, die brauchen jetzt Leute, nicht genug Arbeiter. Wir haben aber eigentlich hier schon doch relativ viele. Na gut, bauen wir das jetzt noch weiter aus? Aber das bleibt uns anders übrig, ne? Viel weiter geht's ja auch nicht dann hier. Maximal hier das dritte, würde ich sagen. So. Da sind wir jetzt hier unten nämlich schon fast an den Windturbinen angekommen, am Wasser, was auch noch mega verseucht ist. Also da müssen wir echt mal ein bisschen hier. Das gefällt mir alles so nicht wirklich. Ja. Hier
hier ziehe ich mir diese noch so runter. Hier ist jetzt alles mit Wasser versorgt. Strom wie gehabt. So, einmal. Oh, das ist nicht gut geworden hier. Hier habe ich einen ausgelassen. Jetzt ist alles genau um 1 versetzt, ne? Markus. So, gut. Wir sind ja, ne, ein bisschen pingelig und reißen nochmal alles ab. Ihr kennt das schon von mir. So. Dann müssen wir uns demnächst auch mal daran machen, vielleicht unsere Straßen ein bisschen schicker zu gestalten. Also es gibt ja noch die Möglichkeit, da so Bäume in die Mitte zu setzen und so. Und ich glaube, das werden wir demnächst einmal machen. So. Aber erstmal bauen wir hier diesen letzten Komplex fertig. Weil ich glaube, wenn der Komplex hier nämlich steht, dann sind wir schon so ziemlich an den Grenzen, was der Verkehr hier auch in der Stadt jetzt hergibt. Ja. So. Wunderbar. Hier könnten wir natürlich auch die anderen bauen. Doch, das machen wir gleich. So. Zack. Zack. Sieht doch ganz gut aus. Und unsere obligatorischen Parks. Hier waren wir auf der falschen Seite. Ändern wir gleich noch. Zack. Zack. Der eine hier fliegt wieder raus. So. So. Ja. Doch, das, das gefällt mir. Gefällt mir. Sieht gut aus. Hier ist halt die Frage, ob man diese lange, diese breite Straße da überhaupt braucht. Wir lassen es so. Ja. Müssen wir mal nach dem Strom gucken. Ich habe den schon eine ganze Weile habe ich nichts am Strom und am Wasser gemacht und noch scheint es echt alles zu funktionieren. Das ist ja unglaublich. Den hier drüben fehlen jetzt irgendwie die Arbeiter. Anscheinend kommen die echt von da nicht schnell genug dahin. Hm. Das ist halt echt ein bisschen doof. Nicht genügend Arbeiter. Ah, das ist anscheinend wirklich so, dass die das nicht schaffen, das hier zu, also quasi dahin zu kommen. Das heißt, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich baue von hier. Ja. Nee. Reicht das schon? Ja, dann können wir eigentlich fast noch einen dazwischen setzen. Machen wir aber nicht. Das gibt's doch nicht. Na? Ja. So, jetzt haben wir hier eine tolle Verbindung. Und, ist das zu nah an der Autobahn hier? Ja, wir können da vorne nochmal, wenn wir hier jetzt so... ich weiß nicht. Also mein Plan ist jetzt hier einfach noch ein Wohngebiet zu erschließen. Jetzt halt auch, ist halt nicht ganz gerade hier, ne? Deswegen wird es jetzt wahrscheinlich am Ende nicht ganz aufgehen. Ist aber gar nicht so schlimm. Wir hätten lieber von der anderen Seite anfangen sollen, ne? Ja, egal. So. Ja, das passt schon. Wenn wir hier jetzt einfach... Also drüben würde ich ja für zukünftig gerne eher... So, so. Drüben würde ich ja zukünftig gerne eher so ein bisschen... in die Großstadtrichtung gehen. Und das wird dann vielleicht hier einfach so ein bisschen das, wo die Leute wohnen, die halt so ein bisschen da in der Industrie arbeiten und so. Vielleicht ist das ganz gut. So.
So. Gucken wir mal. Hier, erstmal wieder Wasser. Verbinden wir mit da oben. Dann hier brauchen wir auch Wasser. Ja, das passt. So, haben wir erstmal genügend Wasser. Und jetzt würde ich hier, die brauchen ja auch was zum Einkaufen. Na, so. Zack. Würde ich hier so ein bisschen Einkaufszeug hinsetzen. Das ist jetzt ein bisschen schräg. Egal. So. Und dann könnten hier ja überall Leute leben. Weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen viel ist hier. Wir machen das so. Und gucken mal, was bei rauskommt. Die brauchen auf jeden Fall eine kleine Schule. Also eigentlich wäre das ja schöner, wenn hier eine große Straße... Egal. Nein, die brauchen eine kleine Schule. So. Die brauchen einen Arzt. Die brauchen... eine Polizei. Die eigentlich andersrum dahin sollte. So rum. Und hier setzen jetzt hier auch nochmal eine Feuerwehr dazu. Da sitzt schon irgendwas, was ich brauche. Ne, eine Drogerie, die kann ich da abreißen. So. Und eine Feuerwehr. Und die brauchen natürlich Strom, ja. Das habe ich vergessen, ja. Klar. Ohne Strom geht das natürlich nicht. So. Reicht das schon? Natürlich nicht, ne? Hier braucht noch genau einer. Oh, jetzt geht's. Gut. Das ist jetzt hier, habe ich das rumkopiert. Das heißt, wir könnten eigentlich noch eine Straße ransetzen. Machen wir das? Machen wir das nicht? Wir lassen es so erstmal. Also auf jeden Fall sollte das jetzt reichen, damit hier Leute einziehen. Damit hier die Leute wiederum, also die Industrie dort Arbeit hat. Also, Arbeitnehmer findet, so rum. Gucken wir mal. Vielleicht hätte ich das auch einfach irgendwie anders gruppieren sollen. Vielleicht hätte ich so eine Art Kreis bauen sollen oder so. Dass hier so eine Straße so rumgeht und hier eine Straße und da eine Straße. Und dann ist es da so zwischen... Naja, egal. Wir bauen die Siedlung... so wie sie passt. Und so passt sie. Gut. Auch hier setze ich allerdings Parks hin. Denn, also Parks braucht man ja. Ja, ohne Parks macht das Leben keinen Spaß. So. 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 So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Parks. Müssen wir mal gucken, unsere Müllabfuhrleute kommen auch bis da ohne Probleme. Okay. Müllreserve, Verbrennungsleistung. Irgendwie wird nicht genügend, kommt nicht genügend weg von dem Zeug. Müllverarbeitungsstatus, der ist gering. Das heißt, wir brauchen nochmal so ein Verarbeitungszeug hier. Setzen wir es daran. So. Erledigt. Dann hoffen wir mal, wir gucken uns mal hier an, dass das dann umspringt. Ja, besser. Allerdings sehen wir hier auch, der Verarbeitungsstatus ist noch geringer sogar. Das heißt, wir brauchen sogar noch eins von den Teilen. Das wäre jetzt die Frage, ob wir das mal irgendwo hier hinsetzen, dass es ein bisschen sich verteilt in der Stadt. Ja, das ist gut. Ich weiß nicht, ob wir da Strom haben, ehrlich gesagt. Nee, haben wir natürlich nicht. So, jetzt haben wir's. Gut, also ich finde, es sieht hier eigentlich alles schon mal ganz gut aus. Ja, hier drüben, hier seht ihr jetzt, ist hier nicht mehr so, jetzt schreien die nicht mehr überall nach Arbeitsleuten, sondern jetzt geben sie die Geschäfte auf und ich muss alle abreißen. Na toll.
kann doch nicht sein. Ja, okay, Energie geht uns jetzt gleich aus. Da können wir aber hier unten auf jeden Fall Abhilfe schaffen. Indem wir hier noch reichlich von den Teilen bauen. So. Ich würde ja eigentlich ganz gern dann dieses als nächstes kaufen. Denn ich würde ganz gern überlegen, ob ich hier einfach diesen ganzen Abwasserkram mit dran mache. Ja, müssen wir alles mal schauen. Wie sieht es denn hier aus mit unserer nächsten Stufe? Was kriegen wir überhaupt in unserer nächsten Stufe? Achso, nichts, die wir hatten. Hier. Neue Gebiete, das ist schon mal gut. Eine Seilbahn, eine U-Bahn, ein IT-Cluster. Bürogebäude. Haben wir schon Bürogebäude? Wo sind denn die überhaupt? Hier, ne? Ne, die kriegen wir auch dann im nächsten Bürogebiet. Bürogebiet ist auch nicht schlecht. Die sind hier auch alle noch nicht so richtig... Ja, die sind auch alle nicht so richtig glücklich. Wir haben jetzt hier... Also, mir ist so ein bisschen so, als wenn ich irgendwas vergessen habe. Obwohl hier eigentlich überall genügend Kapazitäten sind. Die die kann ich noch nicht bauen, die Universität. Vielleicht sollte ich wirklich langsam anfangen, hier die Straßen zu verschönern. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe jetzt bei unseren ganzen Straßen. Auf jeden Fall lächeln die dann aber. Also, sieht man ja gerade, ne? Und das ist erstmal gut. Lächeln ist gut. Wir machen das einfach mal in diesem Block hier unten. Oder oben, oder wie auch immer. Und gucken dann, ob sich das positiv auf die Entwicklung unserer Häuser hier auswirkt. So, jetzt müssten wir hier den gesamten Block haben, mit Ausnahme der Hauptstraße. Die wir aber auch machen können. So, jetzt sieht auf jeden Fall auch alles gleich ein bisschen schöner aus. So. Naja, die sind jetzt hier auch schon ein bisschen höher, aber hier sind immer noch so viele Ungebildete. Obwohl wir schon wirklich viele Schulen gebaut haben. Tja. Hier könnte man eigentlich mal so ein schönes Dreieck noch reinbauen, ne? Gerade so gesehen. Ich dachte so, dann können die halt in alle Richtungen fahren. So. Ja, da sind dann bestimmt irgendwie... Nö, das sind alles nicht. Okay, ja gut. Das gefällt mir so, wie es ist. Nicht alles ganz... Sag mal, ist das hier eine andere Straße? Sieht irgendwie so anders aus. Ja. Was fehlt denen? Gucken wir mal auf. Bilden Sie mehr Bürger, um Stufen mal aufzusteigen. Also ich finde, ich habe schon ganz schön viele Bürger ausgebildet. Hier unten ist auch eine Schule. Hier, die suchen auch wieder Leute. Also, irgendwas fehlt. Vielleicht doch mal so eine Busroute rüberbauen. Friedhof. Ja, der Friedhof reicht jetzt halt auch nicht mehr überall hin, ne? Ja, aber es beschwert sich ja keiner. Ist ja jetzt nicht so, dass hier Leichen liegen. So Walking Dead-mäßig. Ne. Also grundsätzlich scheint das alles irgendwie nicht so richtig, wie ich es mir vorgestellt habe, hier zu funktionieren. Was ist das da eigentlich? Oh, da brennt's. Und hier haben wir keinen Strom. Weil das da nicht angeschlossen ist. Weil hier nichts zwischen gebaut wird. Okay. Hm. Aber was ist denn mit unserer Feuerwehr? Die kann doch mal hier hinfahren und löschen, oder nicht? Das ist doch nicht gut, wenn das da alles abbrennt. Ich hab doch noch hier... Wie heißen denn die? Katastrophen. Katastrophenschutz an... Nee, hier gibt's doch... Feuerwehrhaus. Hier. Löschhubschrauberdepot. 90.000. Ne. Das ist zu teuer. Andererseits, unser schöner Wald hier abbrennt, ist natürlich auch nichts mehr mit Forstgebiet, ne? Wirkt sich das aus? Muss mal gucken.
Sieht so aus, ne? Als wenn hier jetzt, wo es gebrannt hat, Forstgebiet auf einmal nicht mehr da ist. Das wäre natürlich unschön. Bauen wir hier eine Straße. Vielleicht kommen die denn da besser ran. Aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Tja. Die sollten ja eigentlich hier wohnen und dann darüber fahren. Hier sind auch so viele jetzt so Sachen, die ich abreißen muss, ne? Weil die halt alle irgendwie... Denen fehlen halt die Leute. Und dadurch geben die dann ihre Industrien auf und dann muss ich es halt abreißen. Und diese Sachen sollte man auch abreißen, weil sonst dort Feuergefahr ist. Ja, so leerstehende Gebäude. Ups, habe ich eins zu viel abgerissen. Naja. Tja. Ich weiß nicht, warum die jetzt hier nicht rumfahren und von quasi die Leute hier dann da drüben arbeiten. Also es entwickelt sich halt auch sehr, sehr langsam hier. Wir könnten natürlich hier oben nochmal gucken, ob wir... Hier ist ja ein bisschen mehr. Ja, es ist schon alles ganz gut hier. Wir könnten hier natürlich nochmal... Also das ist kein Problem, hier so ein kleines Stück ransetzen. Das funktioniert hier auf jeden Fall ganz gut, das gefällt mir. Aber also hier ist jetzt auch richtig was los auf der Autobahn. Aber dass hier hinten halt keiner hinkommt, das ist halt echt irgendwie blöd. Und das, obwohl hier eigentlich eine gute Autobahnverbindung ist. Oder haben wir bei der Autobahn irgendwas falsch gemacht? Sieht eigentlich nicht so aus, oder? Kann man das hier... Hier sieht man es. Das geht alles in die Richtung, dann da runter, darüber. Nö, das sieht eigentlich alles so aus, als sollte es funktionieren. Aber hier fehlen ihnen ja auch Leute. Und obwohl den Leute fehlen, kommen anscheinend keine Zuwanderer. Ja, weil hier der Bedarf nach Wohnraum ist halt sehr gering. Also wir haben auf jeden Fall, denke ich, gleich die nächste Stufe erreicht. Das ist schon mal gut. Aber irgendwas passt nicht. Wir könnten jetzt hier so eine Buslinie bauen, die dann hier... von da so lang fährt. Boah, das könnte man machen. Bauen wir ein Busdepot? Das bauen wir am besten hier so hin. Wir machen das jetzt. Wir bauen jetzt Bushaltestellen. Mal gucken, ob das hilft. So. Da eine Haltestelle hin, da eine. Okay, dann... Da. Ups. Jetzt haben wir wieder einen Meilenstein. Das machen wir gleich. Bushaltestelle. Bushaltestelle. Geht dann lieber da oben lang oder hier unten rum? Eigentlich lieber oben lang, ne? Weil die müssen ja da auch raus. Zum Arbeiten halt, ne? So. So. Ich hoffe, das reicht hier. So vom Abstand her. Die geht ja auch wieder zurück. So. Ja, so ist gut. So, dann setzen wir dazwischen immer noch so eine, so. Da. Da. Hier. Da. 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 Dann hier und da. Dann können die hier wieder aussteigen. Da und Linie fertig. So, jetzt haben wir hier eine Linie, die fährt quasi, verbindet fast alles miteinander. So, unser Busdepot hat keinen Strom. So, jetzt hat es Strom. Und gucken wir mal, ob uns das ein bisschen hilft hier. Jetzt wäre natürlich fast besser, wenn wir hier irgendwie auch so Busspuren hätten, aber haben wir nicht. So, unsere Busse fahren los hier. Liniendetails, gucken wir mal.
Fahrzeuganzahl 8. Ja. Ja, doch, doch. Jetzt haben wir unsere erste Buslinie hier. Ja, das nehmen wir auch einfach mal als Titel unserer Folge. Die erste Buslinie. Haha. Aber also irgendwie so richtig. Ja, vielleicht sollten wir auch irgendwo noch einen Gewerbepark bauen oder so. Hier vorne wäre zum Beispiel auch nicht schlecht gewesen. Aber ich. Also ich glaube, ich setze hier so ein bisschen was zwischen. Wenn ich jetzt hier nämlich so eine. Sowas ziehe. Ja. Und hier auch noch einen zwischen. Und so. Geht das? Lieber hier noch. So. So. Ja, ist auch noch ein bisschen viel dazwischen. Ja. Vielleicht sogar noch einen hier. Ja. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier, machen wir noch so Gewerbe. Oh, Büro. Büro. Vielleicht machen wir hier auch Büro hin. Also erstmal nehmen wir die beiden da weg. Ja, sonst stören mich die. Bis daher. Büro. Wir machen hier ein Bürogebiet hin. Bei Büros natürlich so an der Straße besser wären, ne? Was ist denn Büro eigentlich? Finden gebildete Bürger Arbeit. Ihre Stadt sollte über eine Universität verfügen, damit sie genügend qualifizierte Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Ja, eine Universität haben wir natürlich überhaupt nicht und wir haben auch gar keinen Platz derzeit. Dann gucken wir doch erstmal, wo wir eine Uni hinbauen könnten. Wenn wir die jetzt hier hinbauen. Ja, also ich glaube, bei der Uni ist das Wichtigste, dass sie eine gute Anbindung hat an alles. Da könnte man sie auch theoretisch hier irgendwo hinbauen. Da reicht sie auch noch hin. Das heißt, wenn wir hier ein Stück größer gelassen hätten, hätte sie hier zwischengepasst, ne? So. Oder wir planen hier alles nochmal einen kleinen Tick um. Ich würde sagen, das machen wir. Und zwar, indem wir. Hier passt jetzt auf jeden Fall, genau, unsere Uni zwischen. So, Universität. Gut. Und dann bauen wir hier, ich weiß nicht, Bürogebäude sind Arbeitsplätze. Ja, wir bauen jetzt hier einfach mal ein paar Bürogebäude hin. So. Wir brauchen wahrscheinlich einen besseren Anschluss eigentlich, ne? Also, so für Verkehrsanschluss. Aber es ist egal, wir probieren jetzt hier so eine kleine Bürosiedlung hinzubauen. In der Nähe von der Uni ist ja auch nicht schlecht, wenn die gebildete Leute brauchen. So. So. Oh, Universität. Gut. Die ist ja zwar hier relativ nah am Müll, aber das können wir ja später nochmal ein bisschen umplanen hier drüben. Da ist allerdings wirklich nicht viel passiert. Wir könnten jetzt mal überlegen, wir brauchen ja mehr von diesem Gewerbezeug. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir bauen das ein bisschen, das Gewerbegebiet ein bisschen hier vorne aus. Aber wie gesagt, da machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich mache mal kurz hier, das brauche ich eigentlich gar nicht, ich kann ja so auf Pause machen, super. Aber wie gesagt, ich melde mich dazu in der nächsten Folge. Und ja, euch erstmal danke fürs Zuschauen und bis demnächst.